Der Aufsichtsratsvorsitzende der Signa Development Selection AG zieht sich zurück. Wie am Donnerstag bekannt wurde, legt Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender mit Ende der nächsten Hauptverhandlung zurück. Gusenbauer werde nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen, heißt es in einer Mitteilung der Signa Development Selection AG. Der Vorstand sei gebeten worden, die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen. Mit der Gläubigerversammlung tritt die Signa Development in eine neue Phase ihrer Entwicklung. Dieser Neuanfang benötigt auch eine Neuaufstellung der Organe, um mit neuem Vertrauen in die Zukunft gehen zu können, wird Gusenbauer zitiert. Der Ex-Kanzler bedanke sich für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch in schwierigen Zeiten. Gusenbauer wünsche der Signa Development alles Gute.